Was geht ab, Leute? Willkommen heute wieder zurück zu dem wohl besten Projekt hier auf ganz YouTube. Nämlich sind wir heute wieder zurück hier in Minecraft Dragon. Ja, schön, dass ihr heute wieder hier so zahlreich erschienen seid. Zurück zu einer weiteren neuen, freshen Folge Minecraft Dragon. So, wir sind hier oben auf meinem wundervollen Ausguckturm, meine Damen und Herren, weil ich nämlich geschaut habe. Oh, na, okay, da drüben, da ist ja was. Da hat sich doch was bewegt, oder? Nein, Spaß, Leute. Ich bin hier einfach oben, weil ich, keine Ahnung, die Begrüßung halt gerne irgendwie weit oben mache, liebe Leute. Denn ich wollte euch heute mal ein paar coole Dinge zeigen, die ich hier so in der letzten Zeit ein bisschen verändert habe, meine Damen und Herren. Das könnt ihr gleich ein bisschen sehen. Oh, da unten ist unser wunderschöner Hafen, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Und übrigens, Leute, das muss ich jetzt nochmal kurz sagen. Flo meinte nämlich zu mir so, Lars, du weißt eigentlich schon, dass es gar keine Quest war und dass es nur ein Fehler war. Und jetzt habe ich schon diesen Hafen da unten gebaut. Aber, Leute, ich kann da ja auch nicht so allzu viel falsch machen, Leute, weil so ein Hafen, der sieht doch auch ganz schnieke aus, wenn man den hier so gebaut hat und sonstiges, ne? Aber Flo meinte irgendwie, dass es gar keine richtige Quest war für mich, sondern ich habe irgendwie eine andere Quest aufgetragen bekommen. Aber ich glaube, das Ganze wird mir dann irgendwann früher oder später nochmal gut geschrieben. Ich weiß es nicht. Und warum zur Hölle ist da eigentlich ein Zombie in meinem Haus? Ich kann es nicht sagen. Paul, weißt du, warum da ein Zombie in meinem Haus ist? Ich habe keine Ahnung, warum da oben irgendwie ein Zombie in meinem Haus ist. Oh, Manometer. Oh, guck mal, da ist ein Schild. Hi, Lars. Ich habe unser Bild von Dubai geändert. Schau es dir an. Das ist, glaube ich, das Bild von Roman und mir, was ich in der letzten Folge gemalt habe, Leute. Das kann sich auf jeden Fall hier der... das hat sich auf jeden Fall der Roman schon mal angeguckt. Wer sich letzte Folge nicht angeguckt hat, kann es ja auch gerne nochmal nachschauen. Und... Och, nein. Alter, ich habe es gesehen. Ich habe es gerade gesehen. Paul, schnell. Paul, ich komme hier nicht mehr raus. Paul, ich bin hier jetzt drinnen gefangen irgendwie. Ich weiß auch nicht, was hier... Ich habe es gerade gesehen beim Dings. Ich habe es gerade gesehen beim Drüberlaufen. Habe ich es gerade gesehen. Und das war dann einfach schon zu spät. Wer zur Hölle hat das hier gemacht? Jetzt ist mein Haus kaputt. Paul, ich komme hier nicht raus. Helf mir raus, bitte, Mann. Ich kann es probieren, hier so abzubauen irgendwie. Irgendwie so von der... Paul, wo bist du hin? Paul... Oh nein, ich bin gefangen. Kann ich nicht irgendwie hier so an der Seite mich irgendwie runterbauen oder so aus einer Art? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Paul, ich komm hier einfach nicht mehr raus. Leute, ich muss wirklich sagen, es gibt eigentlich nur einen, der auf so fiese Tricks oder irgendwie sowas in der Art... Oh, hallo Paul. Es gibt nur eine einzige Person, die auf so... Wie kommen wir jetzt hier wieder? Kannst du nicht irgendwie eine Leiter oder sowas in der Art da wieder von oben so runter machen oder sowas? Paul, ich komme hier nicht raus, Mann. Wie gesagt, Leute, ich glaube, es gibt halt einfach wirklich nur eine einzige Person, die sowas tut. Nämlich ist es der Flo. Weil der Flo ist so der Einzige, der auf solche Ideen irgendwie kommt. Da so, Mann, mein Haus. Och, Mann, wie soll ich das denn jetzt abbauen? Ich weiß nicht, wie ich das wegmachen soll. Paul, dafür brauche ich jetzt deine wundervollen Besenkünste. Ja, du musst mir jetzt helfen, das irgendwie in der nächsten Zeit hier wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Weil das ist irgendwie ein bisschen sehr... Bisschen sehr, sehr hässlich, würde ich mal einfach sagen. Ja, aber wenigstens hast du mir hier eine wundervolle Leiter wieder hingestellt. So, da ist ja auch der Zombie, weswegen ich überhaupt reingegangen bin. Warum zur Hölle ist hier ein Zombie drin? Ich kann es einfach nicht sagen, Leute. Ist ja auch jetzt egal. Jetzt ist er halt platt gemacht worden. Gut. So, was ich euch auch noch zeigen wollte, liebe Leute, war nämlich hier oben... Moment. Lol, ich... Da ist schon wieder so ein... Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber da ist schon wieder so ein Teil. Kann man das nicht so abbauen? So kriegt man das auch nicht weg. Alter, das ist so ein Käfig. Den habe ich jetzt aber guterweise gesehen, glücklicherweise. Paul, pass auf. Wenn du da drauf trittst, dann bist du nämlich eingefangen. Und das wollen wir nicht, weil wir haben das Haus hier so richtig schön gebaut. Das Ding muss weg. Versuch das mal irgendwie so kurz an, so irgendwie so zu klein zu hacken und dann irgendwie verschwinden zu lassen. Genau, was ich hier nämlich gebaut hatte, war... Moment, Leute. Das kann ich euch nochmal kurz anzeigen. Und zwar habe ich hier unten etwas ganz, ganz Interessantes hingebaut. Ja, erstmal hier meinen wunderschönen Turm wieder nach oben gehen. Leute, ich bin so stolz auf diesen Turm. Der ist so deliziös. Hübsch, muss ich wirklich sagen. Oh, das habe ich da hinten auch noch gar nicht gezeigt. Da habe ich nämlich auch mal so eine Art Durchgang wieder gemacht oder so. Paul. Paul, als ob du da reingetreten bist, Paul. Als ob der jetzt da rein... Paul, das ist nicht dein Ernst, oder? Es ist nicht... Es ist jetzt nicht dein Ernst, dass du da reingetreten bist, oder? Oh, Paul. Du machst dich echt kaputt, ey, Paul. Du musst jetzt dein Haus wieder selbst reparieren. Mann, Alter, das sieht so richtig bescheuert aus. Weißt du eigentlich, Paul, dass die Leute gesagt haben, dass du viel schöner bauen kannst als ich, Paul? Das finde ich richtig cool. Ja, egal, da kommen wir gleich einfach nochmal drauf zurück, dass wir den da irgendwie rausholen oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie wir den da rausbekommen wollen. Aber Paul, gib dein Bestes. Genau, dort hinten habe ich irgendwie nochmal so eine Art Pfort oder sowas gebaut. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, ne?
Dann habe ich hier unten, Moment, das kann ich auch nochmal kurz anzeigen, das ist auch richtig, richtig nice hier. Moment, 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 da habe ich hier nämlich irgendwie auf dem Zaun nochmal so ein paar Dingsbums hingelegt, nochmal so ein paar Planks, die ich übrig hatte, nämlich vom Bauen von meinem Turm. Und die habe ich dann einfach dazu benutzt und habe die dann da so draufgelegt und ich finde, so sieht das Ganze halt auch irgendwie viel, viel... Ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Das sieht irgendwie ein bisschen cooler aus so an sich. Leute, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, Leute. Einfach alles unten in die Kommentare, rein damit. Ab dafür. So, dann habe ich hier nochmal überall, auf meinem Weg hier, ne, mitten in die Stadt, beziehungsweise auf dem Weg hier zu der Stadt, habe ich nämlich hier auch nochmal überall so, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, oh, jetzt laggt's. Aber immer irgendwie, Leute, ich muss wirklich sagen, immer sobald man in die Mitte kommt, fängt's an zu laggen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und das ist dann einfach mal so Frozen-Bild hier einfach mal, wow, Alter, da haben wir jetzt einen richtigen Frozen-Sprung hier gehabt, ne? Da habe ich hier so Fackeln oder, ja, wie soll ich sagen, so Laternenfackeln-Kram habe ich da einfach mal hingebaut, Leute. Finde ich auch, sieht mega, mega cool aus. Leute, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ne? Würde mich wirklich interessieren. Dann kann ich jetzt mal kurz anzeigen, was hier noch so in der Stadt sich verändert. Ich glaube, es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Ich habe halt hier nur die ganze Zeit diese Leuchtdinger da hingebaut. Die, was habe ich gerade gesagt? Genau, die Laternen kann man das so nennen. Aber ich war schon seit ein bisschen längerer Zeit nicht mehr hier, muss ich sagen. Also ist, glaube ich, auch nicht wirklich hier viel verändert. Roman meinte ja, dass wir kurzerhand zu ihm kommen sollen und sollen uns mal dieses Bild angucken, was er in Dubai oder sonstiges, also dieses eine Bild, was ich in der letzten Folge gemalt hatte, Leute. Die letzte Folge war übrigens auch richtig, richtig nice, muss ich dazu noch sagen. Wir haben richtig viele Quests erledigt, auch wenn wir diesen Hafen, den wir in der letzten Folge gebaut haben, dass der jetzt nicht so atemberaubend gut war, Leute. Ne, aber, was heißt atemberaubend gut? Ich meine, das war ja auch ein Fehler jetzt von Flo, weil wir die Quests halt so irgendwie so unterteilt bekommen haben und sowas. Und irgendwie war da ein Fehler mit den Quests. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, Leute. Ich werde da nochmal ein bisschen genauer nachhaken. Aber irgendwie habe ich irgendwie eine falsche Quest oder sowas gehabt, die jetzt nicht richtig war oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, aber ihr werdet das in der nächsten Zeit nochmal mitbekommen. Und Leute, es ist so krass, wie heftig das laggt, wenn man hier irgendwie in die Nähe geht von Roman. Das ist einfach so unglaublich krass. Was ist das hier für eine Kiste? Kann man da reingucken? Da ist nichts drin. Gut, da ist nichts drin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schauen wir einfach mal, was der Roman jetzt hier mit dem Bild gemacht hat. Leute, das würde mich mal wirklich, wirklich interessieren, was der hier für ein... Ah, guck mal hier. Da sind auch nochmal ein paar Fallen. Also, es war definitiv Flo, weil warum sollte Roman sich hier eigene Fallen aufbauen? Oder Roman hat bei mir Fallen aufgebaut und hat gedacht, ich wäre das gewesen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Oh, oh mein Gott. Alter, der hat einfach das Bild, warte, ich muss da kurz darüber fliegen. Er hat das Bild halt wirklich abgeändert. Der hat einfach so, weil ich seine Stirn nämlich so groß gemacht habe, sieht halt voll echt aus. Mann. Es sieht richtig, richtig echt aus mit der Stirn. Das ist irgendwie so, als wäre das wirklich sein Kopf. Und Roman hat mir dann hier so einen Eierkopf einfach verpasst mit Glatze. Sieht auch echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Das ist wirklich, wirklich cool geworden. Roman, hast du dir echt Mühe gegeben? Wie sieht es eigentlich hier bei... Bei Roman sieht es richtig... Alter, der hat seine Tür aufgelassen. Oh, das wird interessant. Da können wir mal kurz reinschneiden hier. Gibt es eigentlich eine Quest, irgendwie beklaue einen Mitspieler oder irgendwie sowas? Ich glaube nicht, oder? Warte, schaue ich mal kurz nach. Meister, nee, nimm mal im Event 2 teil. Lehrling, schaue ich mal kurz durch, ob es hier irgendwie eine Quest gibt, die man hier eventuell machen könnte. So wären wir hier, nee, tauscht einen Dingsbums da, besitze 30 Chunks, töte einen Drachen, nee. So wie es aussieht, Leute, gibt es keine Quest, die wir irgendwie erledigen können. Und was zur Hölle ist das hier für ein Boden, Alter? Wie hat der das gemacht? Wow, Alter, ich bin hier richtig schnell drauf. Guck dir das mal an, Paul. Guck mal, ich habe hier Need for Speed. Alter, was hat der hier für einen Boden gemacht? Ist das mit einem Picture Frame oder sowas? Alter, ist ja ein richtig abgespacedes Ding hier. Das sieht mega cool aus. Oh, guck mal, die Decke auch. Kein Wunder, dass es hier so laggt, wenn er hier irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Sachen hier hat, die sich die ganze Zeit so bewegen. Alter, Freund, hat der viel Kram. Picture Frames. Ich guck einfach nur mal, was Roman hier so da hat. Irgendwas Interessantes so. Ja, Looting 3. Oh, Looting 3 ist halt Future Block. Der ist nice. Den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Aber wie hat er den gemacht? Kann man irgendwie... Ach, guck mal. Ach, den kriegt man sogar recht einfach hier so zusammen, Leute. Vielleicht machen wir jetzt auch mal so einen Futura-Block. Gucken wir einfach mal. Looting 3 ist halt schon ein geiles Ding, Mann. Also das können wir auf jeden Fall mal vielleicht fragen, ob der uns das hier irgendwie so zum Tausch oder sowas gibt. Looting 3. Smite, was hat er noch so am Start? Ja, hier lilane Betten, sieht auch ganz cool aus. Was hat er noch so? Hier sind nochmal ein paar Dings. Oh, ein paar Köpfe, das ist auch ganz cool. Der hat dann noch seinen eigenen Kopf hier am Start. Ja, ansonsten hat Roman jetzt nicht wirklich viel Zeug, was wir so vielleicht mit ihm im Handel oder sowas aushandeln können oder so in der Art, keine Ahnung. Ja, ich habe auf jeden Fall genug Diamanten, würde ich mal sagen, für die nächsten... Ist das seine Rüstung eigentlich? Ist das seine Rüstung, Leute? Ich weiß es nicht. Ist aber ganz interessant, mal Fire Protection, Unbreaking 3, Respension Protection 3. Also schon echt nicht eine schlechte Rüstung, was er hier am Start hat, aber ich glaube, das ist tatsächlich seine Rüstung, die er ständig benutzt. Das ist schon mal ganz interessant. Oh, hier ist auch nochmal ein bisschen mehr Rüstungskram. Oh, Alter. Magische Robe und sowas. Alter, ist die nicht... Ich weiß nicht, ob die sehr stark ist oder sowas. Keine Ahnung, Leute. Egal, egal, egal. Ich werde jetzt, auch schon direkt aufhören, wieder ein bisschen hier rumzuwählen. Paul, kannst du mich eventuell wieder so zurück...
zurück teleportieren und irgendwie klappt das Ganze irgendwie nicht. Oh nein, es geht schon wieder nicht. Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Mein Bett ist weg. Irgendjemand hat mein Bett geklaut. Irgendwie hat sich jemand gedacht so, ja, dem Lars sein Bett, das sieht echt kuschelig aus, das sieht echt gut gemacht aus oder so. Komm, das nehme ich doch einfach mit. Oder, keine Ahnung, oder ist wahrscheinlich dieser Triebtäter, der hier unten mir nämlich auch diese Falle hingestellt hatte, ne? Der sich gedacht hat so, vielleicht könnte ja Paul den irgendwie da raus teleportieren mit diesen komischen Potions-Dingern. Und deswegen hat er wahrscheinlich dann mein Bett abgebaut und deswegen ist jetzt mein Bett halt weg. Ich denke mal, das ist eher das Zweite, was ich gesagt habe. Aber Paul, ich habe kein Bett mehr. Wie soll ich denn jetzt schlafen, Mann? Ich krieg doch dann die ganze Zeit Augenränder und sowas und du weißt, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Guck mich mal an. Ich bin ein knochiges Gesicht. Ich habe das unbedingt nötig, Leute. Seht ihr das? Was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber, bevor wir jetzt hier irgendwie wieder rumplödeln oder sowas, erstmal schön, Paul, dass du hier oben wieder dein Dingsbums hier fertig gebaut hast. Mega, mega nice. Leute, ich wollte hier mal kurz nochmal ins Questbook schauen. Ins Questbook wollte ich mal gucken und wollte mal schauen, was es denn hier so für Quests gibt, die wir eventuell noch machen können heute. Ja, ich habe mir jetzt da schon ein, zwei Sachen überlegt, die man eventuell machen kann. Das hier sind, glaube ich, ein bisschen zu krasse Quests. Hier zum Beispiel königmäßig dieses Verstärker ein Item, Verstärker ein Item mit einem Tome, keine Ahnung, mit einem Tom, keine Ahnung, was ist, weiß nicht mal, was es ist, Leute, ich weiß nicht mal, was es ist. Errichte eine Festung, die. Paul, hör auf. Paul, Schluss. Schluss, 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 Schluss. Nein, 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 ich werde mich jetzt nicht an den Rand stellen, ne, sonst schubst du mich da wieder runter. Du kehrst mich nach unten, Paul. Du schubst mich nicht, sondern du kehrst mich nach unten. Weißt du was, Paul? Geh dich mal entwickeln hier, hast gehört? Hör auf mal, mich hier durch die Gegend zu schubsen. Geh du dich erstmal entwickeln oder sowas hier. Komm, die Leute. Aua, der wirft mich jetzt hier einfach. Oh, ich bin fast tot, hör auf. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot, Paul. Ich beams, Paul. Ich beams. ja, also wie gesagt, Leute, hör auf mich zu hauen jetzt, Paul. Es tut mir leid, es war nicht so gemeint. Aber die Zuschauer warten natürlich auch darauf, bis du dich entwickelst, weißt du? Die freuen sich. Die wollen sehen, was da aus dir wird. Wirst du jetzt ein... Was passiert denn da? Ist der da gerade einfach... Er ist gerade einfach suizidmäßig nach da unten gesprungen. Paul, du kannst dich nicht umbringen. Du bist nur ein Besen. Kannst du voll vergessen. Ich weiß auch nicht, was mit dem Jungen nicht stimmt. So, jetzt hier kurz an weitergemacht, Leute. Was habe ich eben gesagt? Genau. Das hier sind, glaube ich, ein bisschen zu krasse Quests hier. Das ist nämlich schon im Abteil König, Leute. Aber hier im Lehrling können wir vielleicht mal schauen. Da wir hier Bestiary können wir machen. Crafty ein Bestiary. Das ist eventuell ganz okay. Können wir eigentlich durchziehen. Errichte einen Tempel, der dich als König verehrt. Das könnte man auch irgendwie machen. Suche Ore-Shrubs in Höhlen und pflanze sie an. Das ist eigentlich recht einfach, kann ich sogar sagen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, nochmal irgendwie großartig zu suchen. Töte einen Drachen. Das ist nämlich auch das, was ich eben ein bisschen so mir schon vorgestellt hat, was man eventuell machen könnte. Ich meine, wir haben jetzt schon vor ein bisschen längerer Zeit mal einen Drachen getötet. Aber das Ganze war sehr, ist ja auch egal, ne? War jetzt nicht so das besondere Ding. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall etwas ganz, ganz Interessantes machen. Besiege einen Water Guardian. Also ist das alles nicht so das, was wir jetzt machen können hier. Beispielsweise tauscht eine Folge mit euer Haustier. Das können wir eigentlich in der nächsten Zeit mal machen. Vielleicht würde ich gerne mal mit Roman tauschen, weil ich meine ist irgendwie so, dass er mir die ganze Zeit Fallen stellt und sonstiges. Vielleicht tausche ich sogar tatsächlich mit Roman. Aber Leute, bevor wir jetzt hier, Paul, vorsichtig, 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 ich habe nur Brot in der Hand. Bevor wir jetzt hier wieder so viel Zeit verschwenden, Leute, würde ich sogar fast sagen, wir haben ja vor Ewigkeiten hier hinten, Moment, das muss ich jetzt nochmal kurz anzeigen, erstmal das hier, das habe ich so wunderschön gebaut hier, ne, da habe ich auch die Brücke ein bisschen abgeändert. Wir haben ja ganz, ganz zu Anfang, in den ersten Folgen, beziehungsweise ich glaube sogar in der ersten Folge, Leute, wer erinnert sich noch daran? Das sind die richtigen Dragon-Fans, sag ich mal, oder die richtigen Minecraft-Dragon-Zuschauer, wer sich daran erinnert. Schreibt mal unten in die Kommentare, wer sich an den allerersten Drachen erinnert, den wir hier in Minecraft-Dragon entdeckt haben, ja. Den werden wir uns jetzt schnappen. Den werden wir uns jetzt unter den Nagel reißen und werden ihn dann halt kurzerhand mal köpfen und werden dann mit der Dragon Scale oder mit der Dragon Skin werden wir uns dann eine schöne Rüstung machen oder sowas in der nächsten Zeit. Aber ich würde jetzt sagen, oh, ich habe irgendwie einen Wither-Effekt. Na, auch nicht schlecht. Und ich habe hier irgendwie so komische... Was ist das? Mann, was sind das hier für... Paul, bist du das die ganze Zeit, du alter Hexenbesen? Ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Heute ist er irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, Paul, du bist heute ein bisschen schluderig wieder unterwegs. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz nach hier hinten, Leute, weil der ist jetzt auch nicht so unbedingt weit weg. Da haben wir auch nicht so viel Weg jetzt vor uns und so weiter und so fort. Hä? Seit wann ist hier eigentlich eine Insel? Gab es die schon vorher? Bin mir nicht ganz sicher, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob die Insel hier schon vorher war, aber ich glaube, hier unten müsste irgendwo der Dragon sein. Irgendwo hier müsste der sein Unwesen treiben. Ich meine, da ist er doch. Okay, hallo lieber Drache. Ich muss dich heute leider töten, da ich eine Quest aufbekommen habe, die besagt, dass ich leider einen Drachen töten muss. Es tut mir wirklich leid, dass du es sein musst, aber Leute, es ist ja auch nur ein Babydrache. Die richtigen Drachen gibt es hier nur unter der Erde. Ja, das sind die richtig großen Drachen und da kommt auch später dann nochmal die Quest dazu, dass wir diesen Drachen irgendwie zähmen sollen oder sowas. Ich glaube, hier irgendwo kommt das. Das ist hier, da genau. Das gibt sogar 10 Punkte, zähme einen Drachen. Ich habe noch gar keinen Plan, wie man einen Drachen zähmt. Ich glaube, man muss dem irgendwie Fleisch oder sowas in der Art geben.
geben. Und Paul, wünsch mir Glück. Ich werde jetzt den Drachen halt mal kurzerhand angreifen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das am besten machen soll. Ich habe jetzt... Hast du, Paul, hast du zufällig noch ein paar Pfeile für mich? Hast du zufällig noch ein paar Pfeile für mich? Weil das wäre nämlich, glaube ich, mal eine ganz, ganz schlaue Idee, wenn ich den einfach mal mit so ein paar Pfeilen abschießen würde. So... What the... Holy Shrub, Alter, was macht der denn jetzt? Hat er irgendwie... Warte mal, können wir den nicht irgendwie theoretischerweise so mit einem Luftangriff so... Oh je. Okay, also er scheint schon mir echt nicht so wohlgesonnen zu sein. Und es tut mir leid, Drache. Ich muss dich leider töten. Das ist eine Quest. Und wir kennen ihn halt einfach schon so lange, diesen Drachen. Der ist ja schon seit Anfang an mit dabei, Leute. Er ist halt schon wirklich so, so lange mit hier am Start. Und wir müssen ihn jetzt leider kurzerhand... Komm her! Komm her! Alter, die sind so stark, Mann. Das ist unglaublich. Die sind richtig stark. Und ich glaube, ich habe sogar Glück, dass er im Wasser ist, weil da kann er nämlich nicht so richtig Feuer machen und sowas. Paul, und du hast mir keine Pfeile gegeben. Für was habe ich dich überhaupt dabei, Paul? Ah, Paul, du bist so schlimm. Paul! Oh, jetzt kriege ich aber dick Schaden. Jetzt kriege ich hier richtig Schaden. Oh je. Jetzt kriege ich hier richtig den Schaden rein. So, zack, 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 hier. Oh, ich glaube, er ist tot. Gut, ich glaube, er ist tot, oder? Kann man nicht irgendwie dann noch mal Rechtsklick da drauf machen oder sowas? Und dann kriegt man danach noch irgendwie die... Dings. Oh ja, ich glaube, löst er sich jetzt auf. Oh Mann, ich will... Kriege ich jetzt noch was dafür? Wie habe ich das letzte Mal denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Irgendwie... Ah, jetzt habe ich es. Jetzt löst er sich nämlich auf. Oh je, Leute. Okay, hier haben wir jetzt mal ein bisschen Dragon Scales. Alter, das sind schon ganz schön viele Dragon Scales. Aber das... Alter... Okay, jetzt haben wir ihn hier so. Alter... Ich kann da gar nicht richtig dagegen laufen. Irgendwie backt mich dieser Dings die ganze Zeit zurück hier, dieses Skelett. Aber ich glaube, das ist jetzt hier alles gewesen. Da ist nämlich noch ein Herz. Brauche ich das Herz auch? Weiß ich nicht. Nehme ich mal das Herz hier einfach raus. So, zack, zack, zack. Nehmen wir das Herz hier mal so raus. Das ist ganz gut eigentlich, wenn man mal so ein Drachenherz hat. Krass. Also jetzt haben wir schon unseren zweiten Drachen getötet mittlerweile, Leute. Das ist jetzt auch aber auch die richtige Quest gewesen, ne? Mega krass. Und Leute, ich würde mal sagen, das war es auch dann schon für heute mit der Folge. Wir haben auf jeden Fall heute wieder sehr, sehr viele produktive Dinge gemacht. Haben auch viele lustige Sachen hier erlebt, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wirklich über eine Wertung freuen. Und ich hoffe mal, ihr schaltet auch wieder ein, wenn das heißt Minecraft Dragon. Jetzt am Samstag kommt die nächste Folge Minecraft Dragons. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr dabei wieder mit dabei seid, Leute. Lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.